Hallo, mein Name ist Christoph Hessing und ich bin verantwortlich für das technische Produktmanagement bei Hüsker Synthetik. In diesem Videocast möchte ich den Abminderungsfaktor für chemische Umgebungseinflüsse bei der Anwendung von Geokunststoffen erklären. Für den Einsatz von Geokunststoffen als Bodenbewehrung wird in der Bemessung der charakteristische Wert der Langzeitzugfestigkeit verwendet. Diese charakteristische Langzeitzugfestigkeit wird berechnet, indem die charakteristische Kurzzeitzugfestigkeit des Geokunststoffes um eine Reihe von Abminderungsfaktoren reduziert wird. Die Abminderungsfaktoren berücksichtigen hierbei relevante Einflüsse auf das Produktverhalten, mit denen bei der vorgesehenen Anwendungssituation gerechnet werden muss. Der Abminderungsfaktor für chemische Umgebungseinflüsse wird gemäß der Empfehlung für den Entwurf und die Berechnung von Erdkörpern mit Bewehrungen aus Geokunststoffen, kurz EPGEO, mit A4 bezeichnet. Bei der Bestimmung des Abminderungsfaktors für chemische Umgebungseinflüsse wird zunächst der relevante Abbaumechanismus bzw. die relevanten Abbaumechanismen für den verwendeten Rohstoff unter den vorgesehenen Anwendungsbedingungen betrachtet. So ist zum Beispiel die innere Hydrolyse für den Abbau von PET in neutralem Umgebungsmilieu maßgeblich. In stark alkalischer Umgebung hingegen ist dies die äußere Hydrolyse. Im Vergleich dazu ist bei PE, PP, PVA und Aramid Oxidation der maßgebliche Abbaumechanismus. Bei PA kann sowohl Hydrolyse als auch Oxidation maßgeblich sein. Die Bestimmung des Abminderungsfaktors wird dann nach den technischen Empfehlungen für die Bewertung der Beständigkeit von Geokunststoffen ISO TS 13434 durchgeführt. Hierbei werden Proben für Alterungsuntersuchungen in einer für den betrachteten Abbauvorgang relevanten Umgebung bei mindestens 3 Temperaturen gelagert. Die Proben werden in regelmäßigen Zeitabständen entnommen und einer anschließenden mechanischen Zugfestigkeitsprüfung unterworfen. Die so gewonnenen Daten ergeben die Abbaukurven für die Zugfestigkeit bei den unterschiedlichen Lagerungstemperaturen. Für eine gegebene Abminderung der Zugfestigkeit werden aus den Abbaukurven die zugehörigen Lagerungszeiten ermittelt. Diese Zeiten werden in ein Arrhenius-Diagramm eingetragen und durch lineare Extrapolation wird die Funktionsdauer unter Anwendungsbedingungen abgeschätzt. Dies geschieht für verschiedene Abminderungen. Der Abminderungsfaktor A4 für die Zugfestigkeit wird schließlich so gewählt, dass die extrapolierte Funktionsdauer bei erwarteter Anwendungstemperatur nicht kleiner ist als die geplante Funktionsdauer. Wie in diesem Beispiel dargestellt, wurde nach einer der Bemessung vergleichbaren Belastung eine Restfestigkeit von 97% der Kurzzeitfestigkeit des Geokunststoffes erreicht. Der Abminderungsfaktor A4 ist der Kehrwert der Restfestigkeit am Ende der geplanten Nutzungsdauer. Ich hoffe, diese Präsentation zum Abminderungsfaktor für chemische Umgebungseinflüsse war interessant für Sie. An dieser Stelle verweise ich gerne auf die Videocasts, in denen wir weitere Abminderungsfaktoren erläutern, die bei der Berechnung der charakteristischen Langzeitzugfestigkeit von Geokunststoffen angesetzt werden müssen. Sollten Sie an weiteren technischen Details und Hüsker-Lösungen interessiert sein, informieren Sie sich doch auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns gerne persönlich.